Zu Beginn der Kanalsanierung wird der bereits gereinigte Kanal mit einem speziellen Kamerawagen befahren und auf Sauberkeit überprüft. Gleichzeitig wird eine Seilverbindung zwischen den beiden Schächten hergestellt. Mit Hilfe der Seilverbindung wird eine Gleitfolie in den Kanal eingebracht, um den Schlauchliner vor Beschädigungen zu schützen. Der Schlauchliner wird mittels einer Seilwinde in Richtung Windenschacht eingezogen. Einseitig wird der Schlauchliner mit Hilfe eines Verschlusspackers verschlossen und mit Druckluft aufgerichtet. Am Einzugsschacht wird die Lichterkette der UV-Anlage in das offene Ende eingeführt. Danach wird der zweite Verschlusspacker gesetzt. Der Schlauchliner wird langsam auf den vorgegebenen Betriebsdruck aufgeblasen, damit er sich komplett an den Kanal anlegt. Ist der notwendige Innendruck erreicht, wird die Lichterkette auf die gegenüberliegende Seite des Kanals gezogen. Mit einer an der Lichterkette montierten Kamera überprüft der Facharbeiter die Qualität des Schlauchliners. Die UV-Lampen werden gezündet. Die Lichterkette wird vom Windenschacht zum Einzugsschacht zurückgezogen. Dabei bestimmt der Durchmesser des Schlauchliners die spezifische Rückzugsgeschwindigkeit. Das noch weiche GFK-Material wird mit UV-Licht bestrahlt und komplett ausgehärtet. Danach werden die UV-Lampen ausgeschaltet und die Lichterkette entnommen. Die Verschlusspacker werden wieder entfernt und die Innenfolie rückstandsfrei herausgezogen. Mit dem Kamerawagen wird der fertige Schlauchliner auf seine Qualität überprüft. Abschließend wird eine Materialprobe ins Labor geschickt und ein Prüfprotokoll erstellt.